Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr Lieben, ich habe ein paar Produkte, die ich euch vorstellen darf. So, da haben wir hier die Tüte und zwar ist das von Easy Craft Art. Ich schreibe es euch einmal hier hin, damit ihr es sehen könnt. Und natürlich sind wie immer alle Produkte unten in der Infobox verlinkt und ich schreibe euch auch nochmal hier die Preise hin. Genau, das wollte ich sagen. Ja, so, da habe ich das. Das und das. Ja, die vier Sachen habe ich mir ausgesucht für euch da zum Zeigen und euch vorzustellen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, ich würde sagen, wir packen hier das kleinste Päckchen aus. Und zwar habe ich das schon lange irgendwie mal überlegt, mir ja mal anzuschaffen, weil ich möchte mit euch ein spezielles Video machen. Und dazu wäre das eigentlich ganz cool, damit ihr das auch sehen könnt. Kleines Päckchen, große Verpackung. Auf jeden Fall sicher verpackt. Ja, ich habe mir hier einen Crashminder ausgesucht. Viele von euch kennen dieses Teil. Und zwar legt man hier seine Steinchen rein. Wenn die Steinchen aneinander heften, manchmal heften sich immer zwei Schnittfläche an Schnittfläche so zusammen und die kriegt man kaum auseinander. Oder manchmal ist so ein ganzes Päckchen so. Und dann kann man die reinmachen und dreht es dann so und dann trennt es. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Wir werden das dann in dem Video testen. Ich werde mich ein Video machen mit euch, in dem ich euch verschiedene Methoden zu Statik und solchen Sachen halt hier erzähle, wie ihr dem entgegenwirken könnt. Und da habe ich mir gedacht, darf der nicht fehlen. Ja, genau. Einmal dieses kleine schöne Teil. So, fangen wir mit dem kleinsten an. Arbeiten uns zum größten vor. So. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles ausgesucht habe. Muss ich gestehen. Ah, ja, ja, ja. Und zwar habe ich hier diese schöne Laterne ausgesucht. Das ist dann natürlich hier total gewellt. Rollt es mal entgegen. Das dürft ihr aber nicht machen, wenn ihr eine doppelseitige Klebefolie drauf habt. Also bitte nur, wenn ihr hier diese gegossene Kleber drauf habt. Das seht ihr an dieser Folie. Das hat dann immer gegossene Kleber drauf. Dann könnt ihr da ruhig entgegenwirken. Das macht dem Kleber überhaupt nichts aus. Aber bei doppelseitiger Klebefolie haut ihr euch da Blasen rein. Das hier habe ich versucht. So. Schiebt man mal wieder hier zurück. Flup. Flup. Zack. So. Rollt sich immer noch ein. Ist aber nicht so schlimm. Ich werde es dann, bevor ich es painte, dann mir beschweren und glatt legen. Oder ich werde es einfach von der Rückseite bügeln. Einfach mit dem Bügeleisen drüber. Nicht so heiß, wichtig, weil das ist Kunststoff, dass euch das nicht schmilzt. Ihr könnt euch auch noch ein Tuch drüber legen und dann einfach schön drüber bügeln und dann wird es glatt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Bild bekommt und ihr wollt es direkt painten und es sieht halt so aus, dreht es auf die Rückseite. Macht euch entweder ein Geschirrhandtuch oder einfach ein Backpapier oben drüber und dann biegelt schön drüber. Und dann könnt ihr es direkt painten. Dann ist es schön glatt und ihr könnt es painten. Der Kleber verzeiht es. Überhaupt kein Problem. Ja, wir haben hier schön die schöne Lampe. Und zwar, ich hatte erst eine andere Lampe mir ausgesucht, aber die ist leider nicht mehr im Stock, also im Verkauf. Die war ausverkauft. Und dann habe ich diese hier gefunden und die finde ich auch wirklich sehr, sehr schön hier mit den Tannenzapfen und den weihnachtsroten Weihnachtsbeeren. Und es hat so ein bisschen auch was Maritimes, finde ich tatsächlich, durch diesen
Sieht aus wie bei so einem U-Boot. So ein bisschen Metallkreis, oval. Sehr, sehr schön. Und viel Blautöne. Wir haben hier eine Legende mit 23 Farben und alles nur Buchstaben, wie ihr sehen könnt. Und hier nebendran haben wir unsere DNC-Nummern. Dann können wir auch schön unsere Steinchen wegsortieren. Hier ist nochmal das Vorschaubild, aber ich glaube, man kennt es ja gut hier auf dem Motiv. Kleber ist in Ordnung. Nicht der stärkste, aber wird die Steine halten. Ja, wir hatten hier auch wieder eine bisschen kleinere Größe haben am zu paintende Fläche. Und die, Entschuldigung. So, ja, wir haben hier einmal 25 mal 35 wahrscheinlich. 34,5. Und ja, genau. Also ihr seht es aber auch immer bei den Bildern. Wenn ihr auf den Artikel geht, dann scrollt einfach mal ganz nach hinten oder scrollt einmal zurück. Zweimal, dann seht ihr hier eine gepixelte Vorschau. Da seht ihr direkt, wie es gepixelt aussieht. Und ihr seht, da stehen auch immer die Größen mit dran. Ja, sehr schön. Jetzt schauen wir uns mal noch den Druck an. Auch der ist klar zu erkennen. Nichts verwaschen. Ja, machen wir hier unten mal noch. Aber auch da können wir alles klar und deutlich erkennen. Ja, Druck ist prima. Wir haben hier ein Standard-Toolkit mit dabei. Und hier haben wir einmal unsere Steinchen. Flop. Oh ja, die sehen wieder gut aus. Die sehen wirklich wieder prima aus. Ich werde heute mit euch auch ein rundes Bild anpainten, auch eine Painting-Probe machen. Ich wurde mich gefragt, ob ich nicht auch mal mit runden Steinen legen könnte. Und das mache ich sehr gerne. Dann seht ihr auch mal die runden Steine, wie die liegen. Gibt ja auch viele, die wirklich rund painten mittlerweile. Bei meiner Verlosung, Auslosung, habe ich das echt festgestellt, dass 50-50 tatsächlich, rund und eckig. Ja. Sehr, sehr schön. Sehen wirklich gut aus. Schön gleichmäßig, keine Nasen, keine Löcher hinten. Also schwer zu erkennen, es sind Acrylsteine. Davon ist auszugehen. Denn die Firmen sind ja eher so Low-Budget-Preis-Bereich. Und manchmal erkennt man auch tatsächlich noch ein Löchlein. Das ist meistens bei dunklen Farben. Oh, ist das eine schöne Farbe. Oh, sie ist schön. Die haben ein anderes Etikett hinten drauf. Hier sieht man nochmal die Bildnummer hier oben, die auch genauso hier oben drauf steht. Das heißt, ihr könnt euch die Steinchen und die Bild getrennt voneinander aufbewahren. Ja, sehr schönes Bild. Einmal das auf die Seite. Mal noch einen kleinen Schluck Kaffee von meiner schönen Craft and Wedding Tasse hier. Die habe ich von der Peach bekommen. Oh, lecker Kaffee. So, und dann machen wir das nächste Bildchen. So. Ah, ja. Ja, genau. Und zwar, tada. Jeder denkt, oh, was ist denn das jetzt hier? Ja.
ich würde sagen, auf den ersten Moment doch an der Legende erkennt man es wahrscheinlich. Und zwar ist das ein Strassbild. Ein Vollstrassbild, ja. Man glaubt es kaum, gell? Ich habe mir ein Strassbild ausgesucht. Und ich denke, dass das als Motiv sehr schön rauskommt in Strass. Es hat einfache Konturen und nicht so viel Schnickschnack, sage ich mal so, nicht so viel Konfetti oder so. Und dann kann ich mir es richtig gut vorstellen, wenn es gelegt ist, dass es wirklich schön rauskommt. Das Kätzle hier, das da mitten in der im Gebüsch hockt sozusagen. Wir haben ja auch eine Größe von 30x40, das ist aber ein bisschen kleiner. Und zwar haben wir hier 24x34. Also wie vermutet etwas kleiner, aber das ist bei den Firmen so. Und das steht auch mit in der Produktbeschreibung, steht immer Leinwandgröße mit da dran. Wir haben hier 15 Strasssteinchen. Ich glaube aber, die 2 ist eine schwarze, das wird kein Strass sein. Oder Strass in schwarz ist, glaube ich, schwarz. Das funkelt nicht. Ja, ich bin gespannt. Wir schauen uns die Strasssteinchen gleich mal an. Wir hatten hier ein Standard-Toolkit dabei. Also hier diesmal keine Pinzette. Das hat man ja öfters, aber ich habe ja auch keine Sondersteine. Das heißt, ich habe nur ganz normale Strasssteinchen. Sowas ist vielleicht auch mal schön für mit einem Kind zu painten, könnte ich mir gut vorstellen. Gerade so vielleicht 10, 11, 12-jähriges Kind, die wirklich mal so ein bisschen mit Strass arbeiten möchten. Gerade so Mädchen oder so, die stehen ja so auf so funkelnde Sachen. Ja, hier haben wir schönes Gelb. Und wir sehen auch, dass hinten die Silberfolie so gut wie bei allen Steinchen schön erhalten ist. Das ist eine gute Sache. Hier haben wir dieses Schwarz. Und ihr seht, das ist kein Strassschwarz, sondern das ist ein normales schwarzes Steinchen. Aber auch die sehen gut aus. Und hier haben wir schönes Grün. Auch hier ist die Folie schön. Ein Silber. Dunkles Grün zweimal. Sicherlich für den Hintergrund. Hier haben wir so ein Pink, die Blüten, Orange für die Augen und die Blüten, ein Grün, ein helles Grün. Also ich sehe kaum ein Steinchen, wo die Folie hinten beschädigt ist, die Strassfolie, sondern es sieht alles schön aus. Das ist ein qualitativ sehr gutes Merkmal. Ja, ich habe durchaus auch namhafte Firmen, bei denen ganz viel Strass defekt war. Und also jetzt nicht bei mir, aber bei einer Freundin und hier im Low-Budget-Bereich haben wir wirklich eine sehr gute Qualität, was mich wirklich sehr freut. Und hier haben wir noch ein paar Sondersteinchen. Oh, die sehen aber auch schön aus hier. Schaut euch das mal an, die sind so eine Blume. Sehr schön. Und ich denke mal, dass die hier so in die Mitte noch ein paar Akzente gesetzt wurden. Ja, sieht schön aus. Ich denke, das wird echt schön rüberkommen. Ja, so langsam gewöhne ich mich an Strass, wie ihr es gesehen habt. Ich habe zwar noch kein Strassbild gepaintet, aber es wird, denke ich, jetzt mal echt Zeit. Wenn ich jetzt im Dezember in den Urlaub gehe, also Urlaub mache, dann werde ich mal so ein Strasssteinchenbild herholen und mal mit euch painten. Beziehungsweise painten und euch dann zeigen. Ich mache ja tatsächlich wenig Paint with Me auf meinem Kanal. Möchtet ihr sowas sehen? Oder sagt ihr, boah, auch so toll, was du zeigst. Könnt ihr mir ja mal sagen. Ah, ja. Hier haben wir ein Wintermotiv, noch ein großes. Und zwar ist es 40x60, die Leinwand. Und zwar ist es hier dieser schöne Schneemann in eckig. Und ich fand den so, so schön. Wir haben ja zwar echt viel weiß zu painten, aber der hat mir richtig schön gefallen. Also ein schönes, schönes Bild. Ich kann es mal so legen. Also es ist wirklich lang. Aber ja, so erkennt ihr es ja auch sehr gut.
Auch hier haben wir wieder gegossenen Kleber. Ich habe euch gerade vorhin den Druck gar nicht gezeigt von der Katze, gell? Aber ich glaube, man hat es ganz gut erkannt schon von Weitem, dass hier auch der Druck wirklich schön auch klar, schön klar, super klar. So. Und auch hier haben wir wieder ein Standard-Toolkit, diesmal mit einem großen Blättchen, ist ja auch ein großes Bild. Ja, sehr schön. Wirklich ein schönes Motiv. Und was ich mag, die Klebefolie ist nicht so, so kringelig, sagen die Engländer. Also knistert nicht so extrem. Ja. Und hier schauen wir uns auch mal den Druck an. Also klar, das Weiß. Das haben wir hier. Da ist irgendwie Dreck darunter gekommen. Ja, das gucke ich mal, ob ich das mit der Pinzette irgendwie wegbekomme. Wahrscheinlich irgendwas auf die Klebeschicht geflogen beim nach dem Drucken oder Bekleben. Auch hier erkennt man die Symbole wirklich gut. Hier haben wir jetzt Eckchensteinchen. Wie ihr gut erkennen könnt an dem Raster, das außen drum ist, dieses schwarze Raster. Daran erkennt man immer, dass es für eckige Steinchen gemacht ist, das Bild hier. Das macht es auch einfach zum Legen. Gerade über dem Lightpad sieht man das dann super und dann kann man halt auch schön sauber legen und weiß ganz genau, wo man sein Steinchen hinlegt. Das ist super, auch finde ich für Anfänger gut. Gerade jemand, der vielleicht das erste Mal eckig paintet und er hat so ein schönes schwarzes Raster und legt es auf sein Lightpad drauf, der weiß ganz genau, wo er sein Steinchen hinsetzen kann. Ja, aber ihr seht, der Druck ist wirklich schön. Oh, ich finde ihn schön, das ist richtig schön. Hier mit dieser blauen schönen Schleife und außen dieser Kranz, dieser Tannenzweigkranz. Und hier der schöne Schnee. Er kommt auch schön raus. Er ist schön geschadet hier am Rand. Ja, auch hier haben wir eine Legende mit nur Buchstaben nebendran unsere DMC-Nummern, damit wir unsere Steinchen am Schluss wegsortieren können. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns mal die Steinchen an. Ich freue mich. Eine Riesenschlange hier. Oh ja, die sehen gut aus. Auch hier, also wir haben komplett Acrylsteinchen bei den Bildern. Seht ihr, wie gleichmäßig die sind? Wir haben hier keine Nasen, keine Unverformtheiten. Also das Bild wird ganz wenig Ausschuss haben. Ja. Sehr schön. Wunderschöne Steinchen sind haben. Super. Wirklich auch schön. Die sehen toll aus. Und ganz, ganz viel Weiß. Also das ist bestimmt die 3865. Ja, 3865. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dicke Päckchen. Aber ja, wir haben hier im Hintergrund auch viel von der Farbe. Und ich freue mich auch, dass es die 3865 ist, weil das so ein warmes Weiß ist.
und das wirklich bestimmt schön aussieht im Hintergrund. Ich mag die Farbe lieber als die 5200. Ja, ich denke, das wird schön rauskommen. Ich freue mich, dass ich dieses Bild habe. Sehr schön. Ja. Ja, ihr Lieben, brauchst eigentlich gar nicht zusammenkrummeln, da kommt ja keins mehr. Ich wollte schon zum nächsten greifen, ich habe aber gar keins mehr. Ja, ich bereite alles vor. Wir werden einmal die Laterne anpainten, damit ich euch mal zeigen kann, wie die runden Steinchen liegen. Und ja, ich baue auch schön um und dann seht ihr, sehen wir uns dann im Anschluss nochmal. Ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, habe ich hier ein kleines Stückchen gepainted. Nur wirklich ein kleines Eckchen. Aber ich denke, da kann man auch schon schön sehen, dass die Steinchen schön liegen. Und ja, also ich finde, sie sehen schön aus, haben einen schönen Glanz. Ja, gefällt mir. Also alles prima. Ich hatte auch keine schlechten Steine mit dabei, irgendwie Ausschuss oder sonst irgendwas. Also von daher alles tippitoppi. Ich hoffe, euch hat die Paintprobe weitergeholfen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.